Die wichtigen Spiele sind gespielt, jetzt kommen die entscheidenden. Noch 4 Partien müssen die S-Oliver Baskets überstehen, dann kann der Aufsteiger den Vorsaisonbeginn wohl nur von den großen Optimisten für möglich gehaltenen Einzug in die Playoffs perfekt machen. Allerdings ist es eng für die Jungs von Trainer Doug Spradley, die derzeit auf Rang 8 und damit dem letzten Playoff-Platz stehen. Am Wochenende warten zudem 2 schwere Aufgaben auf die Baskets. Am Freitagabend geht's zunächst vor heimischer Kulisse gegen die Telekom Baskets aus Bonn, gegen die das Hinspiel deutlich mit 79-103 verloren wurde. Allerdings sind die Bonner bereits raus aus dem Playoff-Geschäft. Am Sonntag dann geht's zum Franken-Derby nach Bayreuth, gegen das das Hinspiel klar mit 79-60 gewonnen werden konnte. 2 machbare Gegner also, vor denen Headcoach Spradley aber trotzdem warnt. Ja, Doug Spradley, Doppelspieltag-Wochenende mit Bonn und mit Bayreuth. Wenn man beide Spiele gewinnt und die Konkurrenz möglicherweise patzt, könnte Platz 8 schon eingetütet werden an diesem Wochenende. Ist das was im Hinterkopf so ein bisschen mitspielt? Momentan nicht, muss ich sagen. Wir fokussieren erstmal alles an Bonn. Wenn wir das hinkriegen und in Gießen verlieren würde, dann kann man ein bisschen überlegen. Aber ich glaube, das ist die falsche Wege. Wir müssen konzentrieren auf unsere Leistung und wenn das reicht, dann haben wir die Platz 8 geschafft. Und wenn es nicht reicht, dann haben wir das nicht geschafft. Gegen Bonn gab es ja im Hinspiel eine deftige Niederlage. Da ist also auch so ein bisschen Revanche angesagt, oder? Also schön, dass jeden das wieder hochbringt. Ne? Wir haben probiert, das Spiel zu vergessen. Das war definitiv nicht eine gute Leistung von uns. Ich glaube, von den Bonner war eine sehr gute Leistung. Das war überraschend, dass danach, dass ich so viele Probleme hatte. Aber die spielen besser unter den neuen Trainer und spielen besser als Mannschaft. So, ich erwarte ein hart gekämpftes Spiel am Freitagabend. Aus dem Playoff-Geschäft sind die ja schon raus. Ist das ein Vor- oder möglicherweise gar ein Nachteil, weil die jetzt unbefreit aufspielen können? Das kann sein, dass sie kommen in das Spiel ohne Druck, ohne alles und macht ein bombastisches Spiel. Es kann auch sein, dass wenn wir würde schaffen, dass sie ein bisschen hinten, dass diese Kampfgeist ist nicht vielleicht da, wo die sollte. Aber das ist reine Spekulation. Wir probieren unser Spiel durchzusetzen. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir gute Chancen. Selbes Motto dürfte wahrscheinlich auch für das Franken-Derby in Bayreuth am Sonntag dann gelten. Ja, auf jeden Fall. Aber das Spiel wird schwierig. Das ist eine sehr, sehr laute Halle. Die Zuschauer unterstützen diese Mannschaft Wahnsinn. Macht auch keine gute Atmosphäre zu spielen. Aber da auch. Wir müssen eine gute Leistung bringen, wenn wir da gewinnen werden. Zuletzt haben wir ja wieder gewonnen, Gott sei Dank. Das heißt, die Stimmung in der Truppe dürfte entsprechend positiv sein. Man kann relativ aggressiv mit ein bisschen Entspannung drin, also der nötigen Konzentration, ins Wochenende gehen. Ja, die haben die letzten 3 Wochen sehr gut gearbeitet, sehr konzentriert gearbeitet, sehr hart gearbeitet. Und das hat gesehen gegen Crailsheim. Ich finde, wir haben ein gutes Spiel. Ich gucke nicht auf die Tabelleplatz von Mannschaft, ich gucke, was sie für Spieler haben, was die Möglichkeiten sind. Und wir haben unsere Sachen durchgesetzt gegen Crailsheim. Wir haben teilweise fast über 38 Minuten gegen Frankfurt unsere Sachen durchgesetzt. Und gegen Bremerhaven haben wir das auch für lange Zeit gemacht. So, ich bin froh über die Entwicklung und jetzt müssen wir einfach nur in die richtige Seite der Saison das alles zusammenbringen. Dann hoffen wir, dass das klappt. Vielen Dank. Bitteschön.